diesem Kanal MANs vorstellen, dann ist das meistens der TGM oder der noch größere TGS. Dass es aber auch andere spannende Basisfahrzeuge gibt, das zeigen wir hier. Das ist ein L2000, bisschen älteres Baujahr, aber definitiv kein schlechteres Fahrzeug. Und auch neu auf diesem Kanal, wir stellen heute mal eine Kabine von Gecko Trucks vor. Gecko Trucks ist ein deutsch-polnisches Unternehmen mit einer schönen Wohnkabine und alles zusammen sehr preiswert. Und das ist auch schon das herausragende Merkmal des Gecko Trucks namens Wombat. Denn wo die Rivalen in dieser Klasse zwar alles bieten, dafür aber auch die Kasse des Besitzers leeren, will Gecko Truck für das komplette Fahrzeug 180.000 Euro. Wie das funktionieren kann, wir zeigen es euch. Vorweg sei aber schon gesagt, das Unternehmen des Briten Graham Neal, bei Regensburg ansässig, lässt in Polen in Kooperation mit Camperspol fertigen und profitiert so von geringeren Lohnkosten. Doch ebenso wichtig für einen günstigen Preis ist der Denkansatz von Gecko Trucks. Montieren, was relevant ist, weglassen, was Zeit und Geld frisst. Was das heißt, sehen wir gleich. Zunächst drehen wir aber noch ein paar Runden mit dem Rechtslenker. Die neuen Besitzer stammen nämlich aus Australien. Wir fahren hier heute eine Reise-LKW-Probe auf einem Basisfahrgestell, was mein persönlicher Favorit ist. Der L2000 mit 225 PS Maschine und 8-Gang Schaltgetriebe. Der Aufbau ist eine deutsch-polnische Kooperation, lagert auf einem ganz klassischen Federrahmen, sprich ist jetzt nichts für das ganz schwere Gelände, aber das ist der MAN ja eigentlich auch nicht. Das Ganze geht hier ein bisschen rumpelig zur Sache, weil wir den Reifenluftdruck nicht absenken können, denn es fehlt der Schlauch, um sie wieder aufzufüllen. Das Fahrzeug ist jetzt gerade an den Kunden übergeben worden und noch nicht ausgestattet. Da müssen wir also mit ein bisschen rustikalen Fahrkomfort hier klarkommen. Das Schöne am MAN L2000 ist nach meiner Meinung, dass es eine gute Abstimmung ist zwischen einem geringen Basisgewicht, also ein geringes Gewicht des leeren Fahrgestells. Ich habe also große Reserven, um hier was aufzubauen. Die hat man jetzt hier nicht wirklich genutzt. Man hätte also eigentlich auch einen guten 7,5 Tonner bauen können. Beim Wombat haben wir ein Leergewicht von 11,5 Tonnen gemessen. Damit hat der knapp 7 Liter große Turbodiesel keine Probleme. Warum der MAN mein persönlicher Lieblings-LKW ist, das kann ich auch ganz kurz erklären. Er ist modern genug, dass ich hier eine gute Geräuschdämmung habe. Das merkt man, wenn ich mal die Fenster zumache. Dann wird das hier drin nämlich ganz schnell angenehm leise. Aber er ist trotzdem noch von den Ausmaßen LKW der alten Schule. Ich privat fahre einen Steyr 12 am 18, das ist ja kein Geheimnis. Und das Fahrerhaus ist dem einfach sehr ähnlich, denn es basiert ja auf diesem. Und das ist eine schöne Kombi. Ich habe also ein kompaktes Fahrerhaus, wo ich auch in kleineren Straßen gut fahren kann und trotzdem den Komfort eines modernen Autos. Das ist zwar nicht für den ganz harten Offroad-Einsatz gemacht, aber für den Großteil des weltweiten Geländes sollte es reichen. Das gebrauchte Basisfahrzeug besitzt immerhin eine standesgemäße Ausstattung. Die Kabine mit 40 mm starkem XPS-Kern und Außenlagen aus Sperrholz und GFK sitzt auf einem Hilfsrahmen mit Festlage am Heck und Federlagerung vorn. Gerade die Federn wirken vielleicht etwas improvisiert, erfüllen aber voll und ganz ihren Zweck. Erinnern wir uns, hier rollt ein Reisemobil für 180.000 Euro. So. Genug gefahren. Jetzt wollen wir uns das Auto erstmal einmal von außen angucken. Ja, dieser Gecko Truck ist ein echtes Langstreckenfahrzeug, lang auch bezogen auf den Radstand. 4,50 Meter liegen zwischen den Achsen. Da passt auch gut dazu, dass die Wohnkabine nur mit einer einfachen Federlagerung befestigt ist. Wir haben also hier vorne zwei große Doppelfedern, die das Spiel erlauben und nach hinten ist der Aufbau der Hilfsrahmen komplett fest verbolzt. Das sorgt während der Fahrt für eine ruhige Straßenlage im Gelände, geht aber nicht ganz so viel wie mit einer 3-Punkt- oder 4-Punkt-Lagerung. Mal ein kleiner Exkurs zum Thema Federlagerung. Viele denken ja, dass hier irgendeine Feder eine Aufgabe übernimmt, aber dem ist gar nicht so. Kurze Erklärung, hier unten sieht man den normalen Leiterrahmen des LKW und hier oben drüber den in dieser Form sehr massiven Hilfsrahmen. Und der ist am hinteren Teil fest verbolzt mit dem LKW, damit er eben sich auch nicht wegbewegen kann. Aber wenn der LKW-Rahmen sich jetzt im Gelände verdreht, dann entsteht hier ein Abstand. Und der Bolzen, der hier zwischen diesen Federn zu sehen ist, der sorgt dafür,
dass der Rahmen an Ort und Stelle bleibt. Und die Federn haben keine andere Aufgabe, als dafür zu sorgen, dass der Bolzen in seiner Position bleibt, haben aber jetzt keine in irgendeiner Form federnden oder dämpfenden Eigenschaften, sondern stabilisieren nur den Bolzen. Und hier an dieser Platte, die dient zur Seitenführung, kann man ganz gut erkennen, wie weit so ein Rahmen sich bewegen kann. Also 10, 12 Zentimeter sind durchaus üblich und der sorgt dafür, dass der Hilfsrahmen einfach nicht seitlich verschwinden kann. Zum Reisefahrzeug nicht ganz so passend, meiner Meinung nach, sind die Reifen, die hier aufgezogen sind. Auf einer 20 Zoll Felge finden wir 395 85 R20 Michelin XZL. Das ist so das, was im Gelände sicherlich das Nonplusultra ist. Zu so einem Reisefahrzeug würde aber eine 22,5 Zoll Felge mit einer Baustellenbereifung sicherlich besser passen und auch günstiger fürs Ohr sein. Eine Besonderheit ist sicherlich die Herangehensweise, diese Eckwinkel zu verbinden. Das ist einmal ein Formteil hier unten, ein Formteil hier, das sind gekantete Aluprofile. Und damit die arbeiten können, werden die an den Stoßkanten noch einmal überdeckt und verschraubt. Habe ich so noch nicht gesehen, erfüllt sicherlich seinen Zweck. Mit 400 Liter Diesel auf der linken Seite und 200 auf der rechten Seite ist deutlich zu sehen, es geht hier wirklich um ein Langstreckenfahrzeug. Da ist es dann auch nicht mehr so wild, dass der Tank sehr weit unten hängt. Das ist wirklich der niedrigste Punkt hier, gerade auf Höhe der Radnabe. Im Gelände ist das natürlich schnell störend. Das volle Programm am Heck, zwei Ersatzräder, das ist bei dieser exotischen Reifengröße sicherlich eine sehr gute Entscheidung. Dementsprechend massiv fällt auch der ganze Träger aus. Der ist hier unten am Hilfsrahmen sehr solide verbolzt. Die Räder werden abgesenkt mit einer Seilwinde. Ganz im Gegenteil, eine ziemliche flimsy Angelegenheit. Das ist hier der Unterfahrschutz, der hier nur an so zwei kleinen Bolzen hängt. Das wird nie im Leben ein TÜV-Siegel bekommen. Geht hier nur um einen temporären Transport und auf Reisen wird das Ding wieder komplett demontiert. Aber eigentlich hätte man es dann auch gleich ganz sein lassen können. Hier drunter versteckt sich noch eine 24 Volt Elektroseilwinde mit einem Stahlseil. Nach hinten raus durchaus vernünftig, denn wenn man sich festgefahren hat, zieht man sich ja eher retour, als dass man sich noch weiter in den Dreck hineinreitet. Gute Idee an dieser Stelle. Doch jetzt wollen wir die deutsch-britisch-polnische Koproduktion auch mal von innen sehen. So, wir haben eben kurz ein bisschen gebastelt, um die Eingangsplattform auszuziehen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Nein, es gibt sogar drei Möglichkeiten. Man kann die Plattform ganz drin lassen und zieht sich diese Leiter nur für den Notfall raus, wenn man eben den Einkauf verstauen will. Ich kann die Plattform rausziehen und die kleine Leiter benutzen. Dann kann ich auch mal losfahren, wegfahren, rangieren. Oder ich mache es mir ganz bequem am Stellplatz und hole vom Heck noch die große Klappleiter dazu. Da brauche ich ein paar Handgriffe mehr. Und jetzt schauen wir uns das Fahrzeug mal drinnen an. Ganz so, wie das momentan sehr beliebt ist, der Eingang führt durch die Nasszelle. Das WC ist hier hinter, das ist mit der zweiteilig nutzbaren Tür auch abgetrennt. Im hinteren Bereich ist das sehr große Bett. Vorne ist der Wohnraum mit Küche und rundherum ist eine extrem üppige Menge an Stauraum. Den gibt es auch rundherum um das Doppelbett. Praktisch. Nicht unbedingt praktisch, aber voll im Trend die Panoramaluke. Wer was auf sich hält, der hat ja mittlerweile eine Panoramaluke, die darf auch hier nicht fehlen. Die ist hier stolze 2 Meter lang und das Tolle ist, ich kann diese Vierer-Dinette auch zum Bett umbauen und dann kann ich quasi mit Blick in die Natur schlafen und damit nachts keine Mücken kommen, habe ich auch noch ein Moskitonetz. Von den Quälgeistern lässt sich hier im warmen Spätherbst glücklicherweise keiner sehen und so genießen wir den Ausblick unbenetzt. Eine Besonderheit in diesem LKW, es gibt hier nicht nur zwei Dreipunktgurte auf der Seite, sondern auch noch zwei Beckengurte. Es sind also Platz für 4 Mitfahrer. Allerdings, unabhängig von diesem Fahrzeug, wer hier oben mitfährt, der muss schon starken Magen haben. Offroad ist das sicherlich nur was für ganz hartgesottene. Die Pantry auf der rechten Seite ist 2 Meter lang, bietet jede Menge Platz und Arbeitsfläche. Gekocht wird mit Gas. Aber hier liegt auch noch ein mobiles Induktionsfeld bereit. Der Inverter leistet ja 3,5 kW. Das ist eine schöne Ergänzung, wenn mal die Sonne scheint und ich kein Gas dabei habe. Hier vorne versteckt sich eine vollwertige Waschmaschine hinter. Und ein schönes Detail sind die zwei Wasserhähne, einmal für Brauchwasser, einmal für extra gefiltertes Wasser. Was mich aber hier stört, das ist
der Kühlschrank. Hier ist ein Dometic-Kühlschrank verbaut, der momentan, seit wir hier im Fahrzeug sind, durchläuft. Und das Lüftergebläse bläst hier raus. Hier ist eine Entlüftung drin. Ich habe also eine permanente Geräuschquelle hier. Da scheint irgendwie ein bisschen Stauluft zu sein. Der Durchgang, der ist eher ein kleiner Durchschlupf für die Notfälle. Und man muss auch vorsichtig sein, dass man nicht in den Faltenbalk tritt. Aber man kommt so halbwegs durch. Insgesamt ist der Raum der innen 5,41 Meter messenden Kabine so gut es ging genutzt. Das geht zwar auf Kosten eines offenen Raumeindrucks, dafür wird man aber für jegliche Utensilien einen geeigneten Platz finden. Ja, mit dem Wombat kann man über lange Zeiträume hinweg reisen und komfortabel leben. Schaut man dann hinter die Kulissen, offenbart sich der einfachere Baustandard, was aber nicht gleichbedeutend mit schlecht ist. Der Stromkasten in der Sitzbank ist eigentlich ganz konzentriert mal ein gutes Beispiel für das Thema Licht und Schatten, was sich hier ein bisschen durch das Fahrzeug zieht. Auf der einen Seite wird sehr viel investiert in gute Ideen und schöne Detailausführung. Hier ist zum Beispiel extra die Unterlage von der Sitzbank bezogen. Auf der anderen Seite sieht man dann, dass es einfach nur eine Sperrholzplatte ist, die einfach hier rangetackert wurde. Wir haben hier ein großes Stahlgerüst drin, denn hier sind zwei Beckengurte integriert. In Fahrtrichtung sind ja sogar zwei Dreipunktgurte. Da ist also wieder sehr viel Hirnschmalz reingeflossen. Und dann schaut man sich die Elektrik an, ist da auch Licht und Schatten. Wir haben Gelbatterien, das ist natürlich eine schöne preiswerte Lösung. Die sind auch sehr schwerpunktgünstig angebracht, also ganz weit vorne in der Kabine und sehr mittig. Aber wenn ich zum Beispiel an die Sicherung für die 230 Volt Verteilung will, dann darf ich hier an dem ungeschützten Plus- und Minuspol vorbeigreifen, um hier an den Sicherungskasten zu kommen. Sicherung, nächstes Thema. Hier sind überall nur einfache Schmelzsicherungen verbaut. Hier ist auch nichts beschriftet worden. Und dann geht das weiter. Ich habe hier einen Hauptschalter, finde ich immer wunderbar. Der ist auch relativ schnell erreichbar. Polster hoch, dann bin ich da auch schon dran. Hier ist der große Inverter daneben. Hier ist der Solarladeregler. Und hier ist der Wasserfilter. Und Wasserfilter hat im Prinzip in so einem Elektrikabteil nichts zu suchen. Was auch nicht schön ist, ist, dass diese Leitungen ganz offensichtlich nicht lebensmittelecht sind. Es ist jedenfalls keine Markierung drauf, wie es eigentlich gehörte. Demnach muss ich davon ausgehen, dass sie nicht lebensmittelecht sind. Das ist nur deswegen akzeptabel, weil hier an der zweiten Stelle noch eine zweite Entnahmestelle ist für gefiltertes Trinkwasser. Aber eigentlich wäre das hier nicht zulässig und grundsätzlich ist das hier natürlich an einer völlig falschen Stelle verbaut. Denn wenn ich hier ran muss, habe ich hier einfach Wasser im Elektroabteil. Das gehört an eine andere Stelle. Schwächen, denen man begegnen kann. Dazu zählt auch der oben freischwingende Heckträger, der im Gelände sein Eigenleben entwickelt. Eine Befestigung sollte machbar sein. Eines ist klar. Der Wombat von Gecko Trucks ist ein Preisbrecher, der den Einstieg in die Lkw-Klasse markiert. Zusammen mit der ausreichend guten Qualität sorgt er dafür, dass der Traum vom Reisen erfüllbar wird, anstatt ein nie erfüllter Wunsch zu bleiben. Übrigens, wir haben bereits so einige Lkw der Premium-Liga getestet. Einfach mal hier auf unserem Kanal umschauen.